Dank. Herzlich willkommen zu unserer Premiere. Herzlich willkommen zu Gute Nacht Deutschland. Und ich weiß, jetzt sitzt der ein oder andere zu Hause vor dem Fernsehschirm und denkt sich, Mensch, Gute Nacht Deutschland, ne, muss das denn immer alles so negativ? Ne? Das klingt so nach, Gute Nacht Deutschland ist doch eh alles Mist. Ne? Nee, so meine ich das gar nicht. Ich meine das ganz, ganz positiv. Dann wirst du eher so nach dem Motto, Gute Nacht Deutschland, leg dich mal wieder hin. Schlaf dich mal wieder so richtig aus, damit du auch wieder fit bist morgen. Also vor allen Dingen auch geistig. Ich habe so das Gefühl, nach dem Bahnstreik würde vielen mal so eine Mütze Schlaf wieder gut tun. Den Bahnstreik, Sie erinnern sich, da haben die meisten von uns ja ihre natürliche Schlafenszeit im Stau auf der Autobahn verbracht. Ein ganzes Land schimpft auf einen Gewerkschaftsführer, der zum Streik aufruft. Das ist so eine ganz verquirbelte Logik. Ich sag mal so, wenn nur jeder Zehnte, der Klaus Wieselski die Pest an den Hals wünscht, regelmäßig Bahnkunde wäre, die Autobahnen wären doch morgens frei. Und kaum rollen die Bahnen wieder, gibt's einen unbefristeten Kita-Streik. Jetzt kommen die Eltern wieder nicht zum Pennen. Aber der Bahnchef Rüdiger Gruber hat sofort reagiert, ja, hat das Nothilfeprogramm Jim Knopf ins Leben gerufen, ja. Doch wirklich, da können jetzt vollkommen übermüdete Eltern ihre Kinder am Bahnhof abgeben. Ne? Und die werden dann da zu Lokomotivführern ausgebildet. Ja. So. Und was ist mit Angela Merkel? Ja, die kommt gar nicht mehr zum Schlafen. Das ist ja, das ist wirklich, das ist ganz schlimm. Die wird abends von Steffen Seibert nur noch ganz müde an ihrer Raute an der Garderobe aufgehängt. Ne? Ja, ich bitte Sie, ich meine, die regiert die ganze Welt, die jettet um die Welt. Ja, Deutschland regiert sie inzwischen abends müde beim Schuhe ausziehen, so weg. Ne? Kein Wunder, dass der BND da macht, was er will. Ne? Wie sich jetzt herausgestellt hat, hat er ja jahrelang dem US-Geheimdienst NSA dabei geholfen, Politiker und Unternehmen auszusperren. Und da müssen Sie mal überlegen, Angela Merkel, das ist die Frau, die damals diesen Satz geprägt hat, ausspähen unter Freunden geht gar nicht. Jetzt will sie davon nichts gewusst haben. Das ist so ein bisschen so, als wenn Sie Jogi Löw nach einem verlorenen Länderspiel fragen würden, Herr Löw, 0:6 gegen Liechtenstein verloren, woran hat's gelegen? Ja, hallo, stelle ich etwa die Mannschaft auf? Aber Angela Merkel will in naher Zukunft ein ganz klares Statement zur BND-Affäre abgeben. Ja, sie wartet nur noch auf die Freigabe ihres Redemanuskripts durch die NSA. Und Thomas de Maizière? Na gut, der hat inzwischen REM-Phasen mit dem Verwöhnaroma. Also das ist ja wirklich, ich meine, erst hat er monatelang vergessen, Geheimakten über Uwe Mundlos an den NSU-Ausschuss weiterzureichen. Ne, dann bei der Eurohawk-Affäre, da hat er gesagt, hier, ich bin nicht informiert, mein Name ist Hase. Ne? Und jetzt bei der BND-Affäre sagt er, hier, eins steht fest, ich weiß nichts und falls doch, bin ich falsch informiert worden. Entschuldigen Sie mal, mit Müdigkeit alleine ist das nie mehr zu erklären. Ne? Das ist auch nicht mehr Honig im Kopf, das ist Kopf im Honig. Und Sie merken schon, Müdigkeit ist eine Bedrohung für den gesunden Menschenverstand. Aber leider nicht die einzige. Drei weitere Bedrohungen für den gesunden Menschenverstand haben wir für Sie getestet. Und zwar so, wie es hier im WDR üblich ist, mit dem WDR-Markencheck. Sie kennen das. Sie haben Angst vor gewissen Gruppierungen. Gruppierungen, die genau damit spielen. Mit der Angst. Mit Ihrer Angst. Doch welche Bedrohung ist die Aufregung wert? Wir wollen die drei wichtigsten Bedrohungen testen. Der Bedrohungscheck. Erstens, der Nazi. Besonders beliebt bei Ewiggestrigen. Hat Freunde bei Pegida. Hat Freunde beim Verfassungsschutz. Sein Ziel. Das Vierte und auch das Fünfte Reich. Zweitens, der Salafist. Besonders beliebt bei spätpubertierenden Jungs, weil sie auf Sex mit 72 völlig unerfahrenen Frauen stehen. Steht auf Frauenkleider und Zwergenwerte. Sein Ziel, die Errichtung eines Gottesstaates. Drittens, der Kabarettist. Hetzt das Volk gegen Politiker auf?
Besonders beliebt bei Lehrern, Besserwissern und Che Guevara-Fans. Besitzt eine Barolo-Sammlung und ein Ferienhaus auf Mallorca. Hat aber ein großes Herz für Benachteiligte. Sein Ziel? Was will er eigentlich? Wir wollen herausfinden, welche der drei Gruppen nun die größte Gefahr für uns darstellt. Erstes Kriterium. Der Look. Schauen wir zunächst auf das äußere Erscheinungsbild. Wie wichtig ist das Outfit für das Bedrohungspotenzial? Kann ich nicht sagen, dass ich mich bedroht fühle. Sieht doch gut aus. Richtig schick ist er. Und die Glatze? Mein Mann hat so einen hässlichen Flaum auf dem Kopf. Er mir Angst machen? Nein, er sieht aus wie ein Erdkundelehrer mit Burnout. Sein Bart sieht ja aus wie von einem gutmütigen Schiffskapitän. Aber was mir Angst macht, ist dieser ominöse Rucksack. Wie steht's um die Qualität unserer drei Bedrohungsgruppen? So, auf geht's zur Gesellschaftskritik. Ja. Wir haben Ehepaar Heinrich gebeten, 24 Stunden jeweils mit einem Nazi, einem Salafisten und einem Kabarettisten zu verbringen. Ich bin von der Bedrohungsqualität des Salafisten sehr angetan. Er kommt sehr subtil rüber. Vor allen Dingen, wie er mit den Ängsten spielt. Den Nazi fand ich einfach sehr ehrlich. Vor allen Dingen, wie er rüberkam, das hat mich begeistert. Wissen Sie, die Welt ist in einem schrecklichen Zustand. Das ist ganz schlimm. Ja, der Kabarettist kam sogleich mit der Moralkeule, was mir wenig gefallen hat, weil es mir zu flach und zu primitiv vorkam. Nazis punkten mit einfachen Botschaften. Verkopfter, die Salafisten. Erschreckte schon vor dem Test der Kabarettist. Doch wie fair sind denn die Bedrohungen? Der letzte Check, die Fairness. Also Nazis sind ja oft sehr fair gegenüber Rechtsradikalen. Salafisten sind ausgesprochen fair gegenüber Terroristen. Großer Punktabzug da aber wegen der Frauenförderung. Frauen kommen da nie in Führungspositionen und werden nur als Selbstmordattentäterin rangelassen. Und das ist unfair. Anders der Kabarettist, der ja, findet fast alles blöd und lästert nur. Das ist nicht besonders nachhaltig. Genau. Zusammengefasst lässt sich sagen, der Kabarettist fällt auch im Punkt Fairness voll durch. SPD-Wähler nimmt er in Schutz. FDP-Wähler zieht er in den Schmutz. Zum Schluss der Preis. Da kann der Kabarettist punkten. Ein einziger Nazi-Aufmarsch kostet den Staat über 1 Million Euro. Ein einziger Salafist kann hunderte von Menschenleben kosten. Und ein Kabarettist kostet am Abend 16 Euro mit Seniorenermäßigung. Sorry, will ich trotzdem niemals ausgeben. Unser Fazit: Am besten machen Sie um alle drei Bedrohungen einen großen Bogen und meiden ab sofort Nazi-Aufmärsche, Salafistenkundgebungen und Kleinkunstbühnen. Das sind doch mal ein paar handfeste Tipps, ne? Aber wir hier bei Gute Nacht Deutschland, wir kümmern uns nicht nur um die ganz großen Themen. Nein, wir haben auch ein Herz für die ganz kleinen Themen. Und manche Themen sind quasi nur ein Quadratzentimeter groß. Zum Beispiel diese Aufkleber auf Äpfeln. Die kennen Sie alle. Die sind ein Quadratzentimeter groß und sind ein wunderbares Beispiel für vollkommen sinnlose Energieverschwendung. Schauen Sie, der Deutsche isst im Schnitt im Jahr 246 Äpfel. Das macht umgerechnet auf alle Deutschen im Jahr 19,68 Milliarden Äpfel. Wenn auf jedem dieser Äpfel so ein Aufkleber draufklebt, ja, dann können Sie die hintereinander geklebt 5-mal die Erde umdrehen. Das ist eine Energieverschwendung. Gut, Sie können natürlich auch mal sich ein bisschen Spaß damit machen. Sie können zum Beispiel mit all diesen Aufklebern die komplette FDP-Fraktion in Nordrhein-Westfalen zugleistern. Oder was richtig Sinnvolles machen. Ja? Sie können den Privatbereich der Kanzlerin im Bundeskanzleramt bis auf 1 Meter damit zuschütten. Ja. Das ist alles mit diesen Äpfeln. Und jetzt sagen Sie vielleicht, ja, das haben die sich bestimmt ausgedacht. Nee, das haben wir wirklich recherchiert. Da ist einer wirklich 5-mal um die Erde. Nein, ist er nicht, aber... Aber wir haben es wirklich recherchiert und wir sind hier wirklich faktenbasiert. Ja? Wir haben sogar jemanden eingestellt, der überprüft, dass ich hier vorne keinen Mist erzähle. Das ist unser Faktenchecker. Und wir schalten mal kurz rüber zum Herrn Wopp. Guten Abend, Herr Wopp. Guten Abend, Herr Simon. Hallo. Sie? Ah, gut schauen Sie aus. Schön gemütliche Ecke haben Sie da. Das kann man wohl sagen. Es sieht so ein bisschen aus wie das Büro vom Intendanten, aber... Ich fühle mich wohl. Sagen Sie mal, wenn was Auffälliges passiert, ja, wie machen Sie sich bemerkbar? Wie folgt, und zwar so. Sehr schön. Ja. Sehr schön, ne? Und denn dieser Sound... Ja. Mir gefällt. Sehr schön, ja.
Der Sound wird übrigens live vom WDR-Symphonieorchester eingespielt. Aber Herr Wopp, war denn schon was Auffälliges dabei heute Abend? Ja, ehrlich gesagt, Herr Simon, ich bin mir nicht ganz so sicher, wie streng ich heute Abend sein soll. Also wirklich was Falsches, ein Fehler war jetzt noch nicht dabei. Aber zu behaupten, alles würde besser laufen, wenn Merkel mal wieder ausschlafen würde, also das halte ich doch für eine sehr steile These. Weil? Weil danach alles noch viel schlimmer wird. Ich meine, ganz ehrlich, Merkel ist ein bisschen wie so ein Smartphone. Ne? Immer auf Sendung, immer am Netz. Merkel wird eigentlich nie ausgeschaltet. Die schaltet höchstens selbst mal auf Flugmodus runter. Und wenn die jetzt mal ausschlafen würde, ja, und sich ihre Synapsen wieder neu sortieren würden, ja, dann ist es vorbei. Das ist auch wie beim Smartphone. Jetzt läuft ja auch nach jedem Software-Update beschissener. Vielen Dank, Herr Wopp. Seien Sie ruhig streng mit uns. Ich muss Ihnen auch ganz ehrlich sagen, ich finde es auch inhaltlich richtig, dass bei uns die allerhöchsten Maßstäbe gelten. Das ist übrigens ähnlich wie in der Bundespolitik. Da gelten ja auch allerhöchste Maßstäbe. Ja, ich bitte Sie, die Zeiten sind doch vorbei, wo einer mit Rumpelenglisch irgendwie Entwicklungshilfeminister werden konnte. Das haben wir nicht mehr. Und Entwicklungshilfe ist ein ganz, ganz wichtiges Thema für Deutschland, denn Deutschland ist eine reiche Nation. Über 6,5 Milliarden Euro geben die Deutschen dieses Jahr für Entwicklungshilfe aus, damit die Kluft zwischen Arm und Reich endlich kleiner wird. Herzlichen Glückwunsch, da können Sie mal selber für sich applaudieren. Ja. Denn es sind ja auch Ihre Steuergelder. Ne? Und wie will die Politik das machen? Mit Kartoffeln. Ja, das klingt jetzt blöd, aber ich erkläre es Ihnen ganz kurz. Schauen Sie mal. Das hier, das ist Gerd Müller. Also es ist jetzt ein Symbolbild, aber sagen wir mal, viel mehr im Kopf ist auch nicht. Ja, das ist Gerd Müller, das ist der Minister für Entwicklungshilfe und wirtschaftliche Zusammenarbeit. Und das hier, das ist sein Ministerium, das Entwicklungshilfeministerium. Und die in dem Ministerium haben beschlossen, Mensch, die armen Leute in Afrika, diese armen Bauern, die haben immer Hunger, die haben so leere Bäuche. Wir schicken denen einfach mal die deutschen Kartoffeln, damit die was zu essen haben. Und jetzt könnte man denken, wir schicken den Afrikanern einfach mal so ein paar Kartoffeln direkt dahin, so nach dem Motto, hier, macht euch doch mal so ein paar Bratkartoffeln zum zähen Gnu. Das wiederum macht aber der Gerd nicht, denn der denkt sich, wir können uns ja helfen, uns gegenseitig zu entwickeln. Wir mit den Kartoffeln und ich dann bei der deutschen Wirtschaft. Und deswegen hat die Politik gemeinsam mit der Wirtschaft... ...die German Food Partnership gegründet. Und eine Initiative der German Food Partnership besteht tatsächlich darin, Kartoffeln nach Afrika zu bringen. Und deswegen gibt es aus dem Entwicklungshilfeministerium 20 Millionen Euro und die Wirtschaft hat noch mal 40 Millionen Euro draufgelegt, weil die haben schon geahnt, das könnte sich langfristig lohnen, denn die Knete landet nicht in Afrika, sondern in Deutschland. Ich erkläre Ihnen auch wie. Irgendwann hat der Gerd gemeinsam mit der Wirtschaft beschlossen, wir fahren jetzt mal nach Afrika. Ja. Da sind die an so einem schönen Sonntagmorgen, einer saß auf dem Dach. So. Die sind an einem schönen Sonntagmorgen, sind die nach Afrika gedüst, ja, um den Afrikanern mal zu erklären, wie das mit der deutschen Superknolle so klappt. Also Jungs, im Prinzip ist es ganz einfach. Ihr bekommt von uns Saatgut, Dünger, Geräte, und zwar alles zu Spottpreisen. Und dann könnt ihr aus unserem Saatgut und unserem Dünger könnt ihr Kartoffeln machen. Und die macht er dann in Fabriken zu Pommes und Chips. Da habt ihr was zu essen. Und da haben sich die Afrikaner gedacht, Mensch, die Deutschen, so nett, so selbstlos sind die. Und schon fließt der deutsche Qualitätsdünger in Strömen über die afrikanischen kargen Böden. Und so machen wir aus Afrika jetzt Stück für Stück einen deutschen Kartoffelacker. Wir scheißen die zu mit deutschen Kartoffeln, bis sie nicht mehr reden können. Und wissen Sie auch warum? Was wollen wir denn mit Maniok, Yams, Taro, Süßkartoffeln? Der Scheiß wächst doch da unten von alleine. Da hat doch die deutsche Wirtschaft nichts davon. An dem Saatgut verdient doch nicht Bayer und Co. Ne? Deswegen schicken wir denen die Kartoffeln. Natürlich, das ist, Sie müssen sich vorstellen, das ist Entwicklungshilfe hin in eine ganz neue Richtung. Das ist Entwicklungshilfe hin zu einer neuen Form von Esskultur. Mit Pommes und Chips. Aber
Die große Frage, ist der Afrikaner denn überhaupt vorbereitet für die deutsche Superknolle? Nee, ist er nicht. Es fängt ja schon damit an, dass man Kartoffeln kühl lagern muss. In Afrika. Aber wir haben ein Herz für die deutsche Wirtschaft. Ja, wir bieten deswegen jetzt schon Seminare an für Afrikaner, um sie an der Kartoffel auszubilden. Hallo und herzlich willkommen zum Einstiegsseminar Kartoffel 1, Chancen und Perspektiven der deutschen Superknolle. Und gucken Sie mal, was ich für Sie direkt zur ersten Stunde mitgebracht habe. Eine Kartoffel. So, was ist das hier? Das Einstiegsseminar Kartoffel 1, Chancen und Perspektiven der deutschen Superknolle? Nee, das ist eine Kartoffel. Ihr merkt schon, ich muss bei Ihnen ganz von vorne anfangen. Vielleicht mal alle zusammen im Chor. Ja, was ist es? Eine Kartoffel. Sehr schön. Ja, macht satt, aber nicht dick. Im Gegensatz zu dem, was Sie sonst da unten so essen, ne? Wo würden Ihre Kinder über diese hässlichen, dicken Bäuche kriegen? Oh. Hallo? Ja? Bitte? Ja, der sitzt hier. Ja, ich gebe ihm mal. So, hier, warte. Das war ein Spaß. Ja, mit einer Kartoffel kann man nicht telefonieren. Kann man auch keine Pullover mitstricken. Ne? Sondern mit einer Kartoffel macht man was? Bratkartoffel. Pommes? Kartoffelbrei? Falsch. Kartoffeln kann man schälen. Mal zusammen im Chor. Eine Kartoffel kann man schälen. Richtig. Und dazu nimmt man hier bei uns in Deutschland ein Messer. Das kennen Sie von zu Hause als Faustkeil. Ne? Wo kommen Sie her? Bielefeld-Senne. Also mit dem scharfen Messer trennt man dann die Schale vom Kartoffelkorpus. Schaffen sogar Afrikaner. Ne? Und dann einfach 20 Minuten in Salzwasser. Gut. Wenn man kein Salzwasser da ist, da packt man die einfach in den Backofen. Und da hat man Kartoffel. Schiff. Fang einfach. Ja, und jetzt? Stopp die Aktion. Sofort stoppen. Die Afrikaner sind viel zu blöd für unsere deutsche Superknolle. Macht überhaupt keinen Sinn. Okay, sofort stoppen. Und wem haben wir es zu verdanken, dass die deutsche Superknolle nach Afrika kommt? Den Lobbyisten. Lobbyisten kennen Sie, Mini Gewissen, Maxi Portemonnaie. Lobbyisten sieht man ganz selten in der Öffentlichkeit, weil meistens sind sie so tief in den Arsch von Politikern gekrochen, dass man nie mal mehr ihren Haaransatz sieht. Ja? Und die Industrie finanziert die Lobbyisten, damit die Politiker so lange müde quatschen, bis sowas wie die German Food Partnership entsteht. Und in Brüssel, bei der EU, ist es inzwischen ganz perfide. Weil da verschwimmen die Grenzen zwischen Politik und Lobby inzwischen so stark, dass man gar nicht mehr weiß, wo hört die Inkompetenz auf und wo fängt die politische Einflussnahme an. Kleines Beispiel. Es gibt in der EU eine Kontrollbehörde. Das ist die EFSA, die European Food Safety Authority. Die sollen aufpassen, dass bei uns in den Lebensmitteln nichts Gesundheitsschädliches drin ist. Also hier zum Beispiel bei meiner Lieblings-Nuss-Nougat-Creme, der Nelutta. Kennen Sie die nicht? Das ist die Nelutta, die haben wir doch alle als Kinder gegessen. Also die achten zum Beispiel darauf, dass das bei mir in der Nelutta lauter lebenswichtige Vitamine drin sind. Also wie zum Beispiel Palmfett und Zucker. Sag mal, wenn das eigentlich die Hauptbestandteile sind, ne, müsste das denn nicht eigentlich richtigerweise Palmfett-Zuckercreme heißen? Nee. Entschuldigung, Herr Simon, müsste es nicht. Also ein Produkt muss nicht zwangsläufig die Hauptzutat im Namen tragen. Also in Löwensenf ist der Anteil echter Löwen verschwindend gering. Das heißt, Sie wollen mir gerade sagen, dass ich quasi jahrelang Bierschinken umsonst gegessen habe? Wieso denn umsonst, Herr Simon? Das Ergebnis kann sich doch sehen lassen. Ja,
Aber diese EFSA, die passt da drauf auf. Ja. Und es ist so, meine Damen und Herren, die beschäftigen sogar unabhängige Experten, die Expertisen erstellen sollen. Ne? Vor einiger Zeit haben die zum Beispiel, hat die EFSA ihre Experten mal gefragt, sag mal, wäre es nicht sinnvoll, einen Verzehrshöchstwert für Zucker zu haben? Ne? Weil Zucker macht ja dick, Krankheiten und so. Und da haben diese unabhängigen Experten gesagt, hör mal, nee. Brauchst du nicht. Ja, und die müssen es wissen, weil einer dieser unabhängigen Experten, das war sogar ein Kinderarzt. Ja. Kleine Ergänzung. Carlo Agostoni. Und der ist in der Tat Kinderarzt und nebenbei eben auch noch Berater. Also für die Industrie. Also zum Beispiel für Ferrero. Ja, warte mal, weil die machen ja auch relativ viel mit Zucker. Ich meine, da können die auch kein Diekmann fragen, welche Zeitung ich kaufen soll. Aber das war doch sicherlich nur ein Einzelfall, oder? Nee, ich check das hier mal gerade. Das war kein Einzelfall. Über 200 Wissenschaftler arbeiten für die EFSA, wenn ich das hier richtig sehe. Und mehr als die Hälfte davon nebenbei eben auch noch so ein bisschen für die Industrie. Also, aber nichts Schlimmes. Also für Mars, Coca-Cola, Pepsi, Kellogg's, das hält sich im Rahmen. Mehr als die Hälfte? Das ist viel. Dann habe ich jetzt auch keinen Hunger mehr. Scheiß ne Luther. Aber zumindest verstehe ich jetzt, wenn junge, ausgebildete Menschen sagen, ich will Lobbyist werden. Ne? Zum Beispiel so ein Typ wie Dr. Peter Spari. Also mal, da ist er. Der ist echt. Das ist ein Mann wie aus dem Lobbyisten-Malbuch. Ich sage Ihnen jetzt schon mal, der ist echt. Ja, das ist kein Schauspieler, so den gibt's wirklich. Peter Spari vertritt derzeit über 20 verschiedene Verbände. Unter anderem die Deutsch-Chinesische Gesellschaft, den Verband der europäischen Bettfedern- und Bettwarenindustrie. Fragen Sie mich bitte nicht, warum die eine Lobby brauchen, weil gepennt wird ja eigentlich immer, oder? Und er vertritt den Wirtschaftsverband Brandschutz, ja. Und meine Kollegin Doro Breuer war in Berlin, um Lobbyismus von der Pike auf zu lernen. Und wo? Natürlich beim Besten. Hier werden also die Geschicke von Deutschland gelenkt. 631 Abgeordnete und schätzungsweise 5000 Lobbyisten. Als Lobbyist verdient man gut. Und das, obwohl man dauernd Essen bezahlt. Man organisiert coole Partys mit coolem Fingerfood. Und spätestens beim Nachtisch setzt man dann die Interessen der Geldgeber durch. Lobbyisten haben viele gute Freunde in der Politik. Geld macht. Stopp! Ich werde Lobbyistin. Doro Breuer, Ihre Lobbyistin. Klingt gut. Aber ich weiß eigentlich gar nicht, wie das wirklich geht, Lobbyist sein. Ich brauche einen Mentor, einen, der wirklich weiß, was abgeht. Also gehe ich zu Dr. Peter Sparing, hauptberuflicher Lobbyist. So, dann schauen wir mal, nicht? Wie wird man denn eigentlich Lobbyist? Ist das ein Ausbildungsberuf? Nein, ich sage, es ist kein Ausbildungsberuf. Ich war immer Lobbyist. Mein ganzes berufliches Leben, jetzt rund 50 Jahre, gut 50 Jahre. Wie verbringt ein Lobbyist seinen Tag? Also er fängt früh an. Ja. Und er kommt meistens nicht vor Mitternacht ins Bett. Aber was passiert dazwischen? Ja, also nur früh aufstehen und spät ins Bett gehen kann ich auch. Aber bin ich keine Lobbyistin. Nein, also manchmal sind die Kühlschränke der Politiker nicht so gefüllt, wie es sein sollte. Und dann sind sie ganz froh, das darf ich ganz schlicht sagen, für ein gutes Frühstück im Reichstagsrestaurant. Dann können sie dann beschwingt in die Ausschusssitzung gehen, gestärkt natürlich mit guten Argumenten. Die guten Argumente kriegen Sie von Ihnen? Natürlich. Also, ja gut. Glauben Sie denn, ich wäre dafür geeignet? Sie haben alle Chancen. Sie haben noch dazu schöne Zähne, schöne Augen, eine gute Figur und Frisur. Alles passt. Ihre Lobbyistin Breuer, wenn Sie es mal wieder brauchen. Was verdient man denn als Lobbyist? Ich sage den Leuten, ich brauche pro Tag 500 Euro oder 1000 Euro oder irgendwas dazwischen. Und komme damit ganz gut klar. Also 500 bis 1000 Euro, das ist nicht schlecht. Das ist das Niedrigste. Wow. Richtig oder falsch? Kleine Geschenke erhalten die Freundschaft. Natürlich. Richtig. Richtig, ja. Absolut richtig. Ja.
Ich weiß, wie man Politiker mit nachvollziehbaren und seriösen Argumenten überzeugt. Wie verfahre ich denn, wenn ich gegenläufige Interessen vertrete? Es gibt ja tausend gegenläufige Interessen. Wenn ich jetzt Ungarn vertrete, okay, als Lobbyist der Deutsch-Ungarischen Gesellschaft, dann habe ich hier die Ukraine. Da gibt's, das sind Nachbarn, keine gegenläufigen Positionen. Ja, die Russen, die würden Sie jetzt wahrscheinlich nicht zum Mittagessen einladen, oder? Ja, ich bin jetzt auch mit einem russischen Verband im Gespräch, die mich ehrenamtlich in ihren Vorstand holen wollen. Soll ich Ihrer Meinung sein? Gerne. Soll ich anderer Meinung sein? Kein Problem. Gibt es was, was man nicht vertreten sollte? Ganz sicher. Es gibt einige ethische Fragen, wo man unterschiedlicher Meinung sein kann. Sterbehilfe zum Beispiel, Abtreibung. Das sind dann Fragen, wo jeder nach seinem Gewissen entscheiden muss. Es gibt aber da jetzt auch nicht Lobbyisten, die einen in diese oder jene Richtung drängen. Das Handwerk des Lobbyisten ist viel trivialer. Aber im Rüstungsbereich gibt es ja schon Lobbyisten, ne? Ja. Ja. Naja, vielleicht sind die einfach anders. Vielen Dank. Sie haben mich total motiviert, dass ich mich als Lobbyistin versuche. Sie könnten sich, verehrte Frau Breuer, immer auf die Visitenkarte schreiben, Junior-Lobbyist, denn Sie sind noch so jung, so spritzig, so unverbraucht. Doro Breuer, Junior-Lobbyistin. Jung, spritzig, unverbraucht. Macht's für 500 oder 1000 Euro am Tag. Habt ihr sie noch alle? Das hört sich an, als ob ich irgendwie von der Straße kommen würde. Welcher Schwachkopf ist denn auf diese Idee gekommen? Das geht überhaupt nicht. Das schneiden wir auf jeden Fall raus. Kapiert? Vielen Dank an Doro Breuer. Ich habe ja wirklich das Gefühl, meine Damen und Herren, inzwischen die Große Koalition regiert seit 25 Jahren. Dabei ist nicht mal Halbzeit. Die wirken inzwischen alle so, als hätten sie den Gang rausgenommen und rollen quasi nur noch ins Ziel. Ein letztes Beispiel, der Flüchtlingsgipfel bei der Kanzlerin. Was haben die sich gefreut? Der Durchbruch ist geschafft, jetzt geht's voran! Tausende Flüchtlinge sterben im Mittelmeer und Vertreter der reichen Nation Deutschland jubeln, dass sie 2000 neue Sachbearbeiter anstellen, damit Asylanträge schneller bearbeitet werden. Na, herzlichen Glückwunsch. Na, ist das dieses Deutschland muss mehr Verantwortung übernehmen, wovon Ursula von der Leyen gerne spricht? Bald soll es ja nur noch 3 Monate dauern bis zur Entscheidung über eine Abschiebung. Ja, damit nervige Asylbewerber nicht mehr so lange hier rumlungern. Ach Gott. Nee, Entschuldigung, kleine Korrektur, aber laut der Kanzlerin wurde das alles nur beschlossen, um die Kommunen zu entlasten. Ja, natürlich. Wäre es nicht cleverer gewesen, die Kommunen zu fragen, wie sie entlastet werden wollen? Ja, weil die waren zu dem Gipfel gar nicht erst eingeladen. Aber wahrscheinlich aus Rücksichtsnahme, weil die Städte so viel damit zu tun haben, die Flüchtlinge unterzubringen. In Turnhallen, Gemeindezentren oder leeren Wohnungen. In der Bundestagskantine habe ich noch keine Flüchtlinge auf Isomatten gesehen. Ja? Entschuldigung, aber ich komme mal kurz nach vorne. Also Flüchtlinge in der Bundeskantine unterzubringen, also das wäre hier nach schon, also vom Lebensmittelrecht her, das wäre echt problematisch. Das kann man ja nicht machen. Ja, aber man kann denen doch diese weißen Häubchen aufsetzen. Jetzt werden Sie mal nicht zynisch hier. Ja, Entschuldigung, das ist ja eigentlich Ihr Part. Mein Part, zynisch zu werden? Ja. Nee, überhaupt nicht. Ich check hier die Fakten. Ich bin noch nicht hier, um zynisch zu werden. Aber um das vielleicht, darf ich mal ganz kurz, um das zu erklären. Ich bin überhaupt nicht zynisch, aber natürlich als Faktenchecker. Ich werde immer wieder gefragt, sag mal, Timo, ganz ehrlich, wie viel Zuwanderung aus dem afrikanischen Raum können wir in Deutschland überhaupt verkraften? Ja, wie viel können wir sinnvoll integrieren? Wie viel Zuwanderung aus Afrika kann unsere Volkswirtschaft überhaupt verkraften? Und nur mal ganz kurz, kleiner Faktencheck, ja? Wir haben hier in Deutschland vor 25 Jahren, um genau zu sein, vom 9. November 1989 bis zum 3. Oktober 1990, zum Tag der Wiedervereinigung, 17 Millionen Menschen aufgenommen, ja? Und auch das hat unsere Volkswirtschaft verkraftet. Und nur mal ganz kurz, wenn jeden Tag 800 Leute übers Mittelmeer nach Deutschland schippern würden, bräuchten die 21.250 Tage, also fast 60 Jahre, um auf die gleiche Zahl zu kommen. Ich weiß, jetzt höre ich, das kann man doch mit der Wiedervereinigung nicht vergleichen, das ist was vollkommen anderes. Die Afrikaner sind doch alles Wirtschaftsflüchtlinge, außerdem kommen die aus einer ganz anderen Kultur, die haben auch ganz geringen Bildungsstand, die kann man doch gar nicht so einfach integrieren. Hä? Warum denn nicht? 89 kam innerhalb von einer Stunde Millionen von Wirtschaftsflüchtlingen über eine Mauer tsunami-mäßig nach West-Berlin geklettert, ja?
Streng riechend, in merkwürdig gemusterten Lumpen gekleidet, überfluteten sie unsere Straßen, ja, sodass man nach kürzester Zeit am Kudamm die eigenen Leute nicht mehr sehen konnte. Es ist... Sie brabbelten unverständlich vor sich her und stimmten merkwürdige Voodoo-Gesänge an. Helmut, Helmut, Helmut. Und die sind alle geblieben. Ja? Sie rollten über uns in stinkenden, ja, selbstgebastelten Fahrzeugen, die sie euphemistisch Autos nannten und die die Umweltbilanz der Bundesrepublik um 20 Jahre zurückgeworfen haben. Wirtschaftsflüchtlinge, wenn es sie überhaupt jemals gegeben hat, waren die Ossis. Das kannst du so nicht sagen! Doch, das kann ich sagen. Ich hab's gerade gesagt. Und pass mal auf, ich sag's gleich nochmal. Ab 89 haben wir hier in Deutschland 17 Millionen reine Wirtschaftsflüchtlinge integriert, die auf einmal da waren. Mit nichts, aber auch mit gar nichts sind sie bei uns angekommen, ja? Der deutschen Sprache nicht mächtig, nachweislich schlecht bis gar nicht ausgebildet, ja? Und die unseren mühevoll erwirtschafteten Wohlstand, den wir in 40 Jahren aufgebaut haben, 1:1 in den Rachen geschoben bekommen haben. Doch. Im Vergleich zu den Afrikanern waren die schlecht ausgebildet. Nee. Im Zweifel hat man bei der Kultivierung eines Ackers in Gambia ohne technische Hilfsmittel, ja, und vor allem ohne Wasser mehr gelernt als an der Polytechnischen Universität in Bautzen. Wenn es überhaupt gab. Keine Ahnung, ob es sie gab. Weiß nicht, geht hier nicht um Fakten. Fakten werden überbewertet. Geht jetzt einfach mal um Gefühl. Und da beschleicht mich in der letzten Zeit immer wieder ein ganz, ganz komisches. Angst ist ja auch so ein merkwürdiges Gefühl, dass wir auf einmal alle ganz unfassbar dolle ernst nehmen müssen. Und wer hat jetzt am meisten Angst vor der Zuwanderung? Die vor 25 Jahren davon am meisten profitiert haben. Ja, okay, tut mir leid, aber ganz ehrlich, Pegida ist nur mal im Tal der Ahnungslosen in Dresden und nicht in Stuttgart-Zuffenhausen losgegangen. Sonst wird's ja auch stupider heißen. Oh, ich spüre es. Shitstorm, komm über mich. Jetzt schießt er wieder nur gegen die Ossis. Nee, tut er überhaupt gar nicht. Diese Gedankengänge sind nach 25 Jahren Wiedervereinigung in unsere gesamtdeutsche Kultur übergegangen, in die Ossisierung des Abendlandes, ja? Hey, ganz ehrlich, Mare Nostrum wurde einfach mal so von der EU gestoppt und erst nachdem am einzigen Tag über 1000 Afrikaner elendig im Mittelmeer verreckt sind, hat man sich dazu entschieden, ein paar mehr Boote ins Mittelmeer zu schicken und wir denken uns, mein Gott, können die nicht mehr machen? Wer hat eigentlich unseren Politikern ins Gehirn geschissen? Und da kann ich nur sagen, wir. Wir waren das. Wir mit unserer verschissenen Angst haben wir sie infiltriert, ja? Mit unserer Angst vor Überfremdung, mit der Angst vor der Mittelschicht vom gesellschaftlichen Abstieg, vor der Angst der Eppendorfer Eltern, ihre Kinder mit Sozialschwachen auf eine Schule zu schicken, mit der Angst, in der Bahn keinen Sitzplatz zu bekommen, mit der Angst davor, die falsche Kita gewählt zu haben, mit der Angst, an der falschen Kasse anzustehen und davor, dass der Dumme der Ehrliche ist. Oder andersrum, der Ehrliche Dumme ist scheißegal. Der Dumme ist dumm, der Ehrliche ist ehrlich. Darum geht's doch. Ja, aber an unserer Angst, da geilen wir uns auf. Die ist uns wichtig. Die soll von allen immer ernst genommen werden. Die hält den Laden zusammen. Und um den ganzen Fremdenhassern mal ein bisschen Angst zu nehmen. Ja? So schnell ändert sich nichts, wenn wir ein paar mehr aufnehmen. Die erste Ossi-Bundeskanzlerin gab es in der Bundesrepublik nach 50 Jahren. Also wird es den ersten schwarzafrikanischen Bundespräsidenten, Mutombo Mboko, frühestens im Jahr 2081 geben. Und hey, vielleicht sollten wir das alles auch mal einfach positiv sehen. Ja? Vielleicht entdecken wir noch ungemahnte Gemeinsamkeiten. So, zum Beispiel mit Prenzlauer Bergmutis. Ja? Die ganzen ankommenden Flüchtlinge sind ja auch alle ungeimpft. Ja? Können wir einfach mal Polio-Partys veranstalten? Wäre doch eine schöne Sache. Oder ist das der bedingungslose Glaube an Wettbewerb, der uns alle beim Flüchtlingsdrama so stillhalten lässt? Sagen wir einfach, ja, Leistung muss sich wieder lohnen. Nur die besten Schwimmer dürfen nach Europa. Oder die 5.000 Euro für einen Schlepper hinlatzen konnten. Ja, die kommen wenigstens mit Zahlungsmitteln. Die wollen was. Das sind die BMW-Fahrer von morgen. Das ist super. Ganz ehrlich, machen wir uns nicht vor, die Afrikaner legen uns doch einfach nicht am Herzen. Es ist doch so. Wir retten lieber mit 3 Feuerwehreinsätzen eine Katze aus dem Kamin, als mit einem Einsatz 300 Flüchtlinge aus irgendeinem Boot. Ja. Die Katzen sind aber auch immer so süß, ne? Da rettet man gerne. Ich weiß, ich werde jetzt wieder unsachlich. Aber ganz ehrlich, ich lasse hier einfach meinen Gefühlen freien Lauf. Das muss man auch bitte ganz, ganz dolle ernst nehmen, dass ich meine Gefühle hier einfach mal rauslasse. Und mal ganz ehrlich, warum haben wir denn die Wiedervereinigung innerhalb eines Jahres durchgezogen, obwohl wir alle wissen, dass es ein volkswirtschaftlicher Harakiri-Flug war? Weil wir alle mit Recht das Gefühl hatten, das Richtige zu tun. Unser Gefühl, das Richtige zu tun, war so stark, dass der einzige Mahner, der gesagt hat, die Wiedervereinigung bei einem 1:1 Umtausch der Währung wäre nicht finanzierbar,
war, grandios gescheitert ist. Oscar Lafontaine. Also, wenn wir alle wirklich das Gefühl hätten, das Sterben im Mittelmeer müsste aufhören, wäre zumindest das in der Zeit, kürzester Zeit gelöst. Vielleicht liege ich falsch, aber ich habe das Gefühl, dass ich recht habe. Ich wollte mich eigentlich gar nicht aufregen. Nee, den Eindruck hatte ich jetzt auch überhaupt nicht. Nee, dann ist ja gut. Dann gehe ich jetzt mal wieder in mein Büro. Alles klar. Vielen Dank, Herr Wupp. Ja. Mensch, Mensch, ey, immer diese ernsten Themen. Das Leben wäre doch so viel leichter, wenn man nur noch mit Emoticons kommunizieren würde, oder? Emoticons kennen Sie, oder? Das sind diese Smiley-Mutanten. Ja. Ist schön, oder? Ja. Und deswegen möchte ich jetzt mal mit Ihnen ein kleines Experiment wagen. Ich möchte Ihnen mit Hilfe von Emoticons aktuelle Begriffe der Zeitgeschichte erklären. Dazu habe ich mein neues Handy mitgebracht. Das ist ein Spezialmodell für ältere Leute. Nicht, dass man sich besser zurechtfindet, ist super. Sie brauchen allerdings einen Dieseltransformator für den Strom. Aber ansonsten. Und auf dieses Telefon schicke ich Ihnen jetzt eine SMS und Sie müssen jetzt auch zu Hause mal mitraten, um welchen Begriff es geht. Also da müssen Sie jetzt ein bisschen knobeln. Achtung, aufgepasst, erste SMS kommt. Tütüt. So, in welche Richtung geht's? Sagen Sie nichts mit LSD oder so, das wäre die vollkommen falsche. Nein, Sie werden sich später. Ich mach mal so. Tütüt. Tütüt. Ja, richtig! Bahnstreik ist es, sehr gut. Ja, das wäre noch gekommen. Das. Spätestens da hätten sie es gehabt. Ja, so. Jetzt mache ich die mal da unten. Und ich habe noch was für Sie. Was machen wir jetzt? Oh ja, das ist mein Liebling. Das ist allerdings echt ein bisschen schwierig, aber ich traue Ihnen das zu. Also, tüdüt. Tüdüt. Energiewende. Energiewende, richtig. Mein Gott, sind Sie gut. Also, das haben die hier doch vorher geprobt. Bitte Sie. So. Und jetzt der letzte. Der wird richtig, richtig schwierig. Tüdüt. 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 Was haben Sie gesagt? WM in Katar. Es ist der Knaller. Es ist richtig. Ja, super. Ist es nicht schön beim WDR? Nur studiertes Publikum. So habe ich mir das immer gewünscht. Und ich freue mich jetzt auf den nächsten Gast heute Abend, meine Damen und Herren. Er ist inzwischen schon Star im Internet. Er war unter den Finalisten beim Prix Pantheon. Und ich freue mich sehr, dass er heute Abend hier ist. Bitte begrüßen Sie mit mir Friedemann Weise. Guten Abend. Vielen Dank, meine Damen und Herren. Dankeschön. Ich bin eigentlich nur hier, um schnell mein neues Buch vorzustellen. Ich habe ein Buch für gestresste Rätselfreunde geschrieben. Und zwar 111 fertig ausgefüllte Sudokus. Alle Schwierigkeitsgrade, alle richtig. Dankeschön, meine Damen und Herren. Hier, das schenke ich dir, müssen wir gleich zurückgeben. Aber wirklich. Meine Damen und Herren. Ich bin selbst kein großer Rätselfreund, weil... für mich, meine Damen und Herren, ist das Leben Rätsel genug. Oh. Das schneiden wir bitte raus. Ich stell mir immer so komische Fragen. Ich weiß nicht, ob die dumm sind, aber ich stelle sie mir halt. Zum Beispiel, wenn nächsten Sonntag Bundestagswahl wäre, welcher Tag wäre dann heute? Oder hier, hat eigentlich Jesus früher zu Geburtstag und Weihnachten immer nur ein Geschenk gekriegt? Ist Magersucht eigentlich eine schwere Krankheit? Müssen eigentlich in Gefängnissen auch solche Fluchtwegpläne hängen? Meine Damen und Herren, wir kommen zum Höhepunkt des Abends. Und zwar zu der Gute Nacht Deutschland Super Challenge, meine Damen und Herren. Hier ist ein Umschlag. In diesem Umschlag ist ein Zettel. Darauf steht, was ich jetzt noch machen darf, meine Damen und Herren.
Ich habe den Zettel erst heute Morgen geschrieben, das heißt, ich weiß nicht, was da drauf steht, meine Damen und Herren. Es wird jetzt, ich weiß nicht wer, du kannst nicht lesen, Philipp, ja. Bist du so nett und liest mir meine Super-Challenge ja. vor. Applaus für den besten Moderator der Welt. Sehr gut. Aber jetzt Ruhe, jetzt wird's spannend für mich. Jetzt liest er vor, was ich machen muss. Ich bin sehr aufgeregt. Lieber Friedemann, ich habe heute leider kein Foto für dich. Nein. Lieber Friedemann, Weise, deine Super-Challenge heute ist, performe deinen Song Was sind das? Als Halbplayback in einer Plansequenz. Du hast 2 Minuten Zeit dafür. Ich habe kein Wort verstanden. Aber ich habe irgendwas von Halbplayback gehört. Habt ihr ein Halbplayback hier im Ton? Wenn ja, Jimmy, fass ab. Oh, das ist von mir. Guter Song. Was sind das für Leute, die sagen, dass sie ironisch fernsehen? Bauer sucht Frauen, Schwiegertochter gesucht. Du guckst das nicht ironisch, du guckst das genauso wie RTL will, dass du das guckst. Man kann gar nicht ironisch fernsehen. Apropos Fernsehen, was sind das für Leute, die im aktuellen Sportstudio im Publikum sitzen? Erwachsene in Fußballtrikots von Hoffenheim. Was ist da mit der Vorbildfunktion? Apropos Vorbildfunktion, was sind das für Leute mit Vollbart im Gesicht? Was soll das? Ich verstehe das nicht. Es sind Menschen, 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 Menschen. Was sind das für Leute, die mit ihrem Hund reden wie mit einem Kind, das sie nicht leiden können? Was sind das für Leute, die mit ihrem Kind reden wie mit einem Hund, den sie hassen? Was sind das für Leute, die bei Facebook ihre eigenen Beiträge liken? Was sind das für Leute, die bei Facebook meine Seite liken und mir dann schreiben? Ich hab gerade deine Seite geliked, es wäre schön, wenn du meine likest. Ich hab gerade deine alte geknallt, es wäre schön, wenn du meine knallst. Nicht. Menschen, 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 Menschen. Was sind das für Leute, die sagen, die kommen doch nur hierher, um ein besseres Leben zu haben? Warum denn sonst, du Idiot? Nur weil du dich mit deinem Scheißleben abgefunden hast, heißt das doch noch lange nicht, dass das alle machen müssen. Was sind das für Leute, die Drohnen steuern? Was sind das für Leute, die daneben feuern? Was sind das für Leute, die anderen den Kopf abschlagen? Was sind das für Leute, die das filmen und bei YouTube hochladen? Was sind das für Leute, die das dann bei YouTube gucken? Was sind das für Leute, die das drucken und fragen, darf man so etwas zeigen? Was sind das für Leute, die dann darüber Lieder schreiben? Menschen, 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 Menschen. Was sind das für Leute, die um die Zeit Fernsehen gucken? Was sind das für Leute, die mitten im Playback anrufen? Damit schon wieder. Gute Nacht, Deutschland. Applaus. Friedemann Weise, meine Damen und Herren! Dankeschön! Friedemann Weise! Danke. Danke, Friedemann Weise, danke an Timo Rupp, danke Ihnen fürs Zuschauen, das war unsere Premiere. Weiter geht's hier im WDR mit Nightwash. Gute Nacht, Deutschland! Tschüss!